Rund 1,3 Millionen Euro, so viel Geld haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Niederösterreich im Jahr 2015 für ihre Mitglieder erkämpft. In nur 4 Fällen musste dafür tatsächlich vor Gericht gezogen werden. Diese positive Bilanz sei nicht zuletzt auf die Schlichtungsstellen zurückzuführen, die flächendeckend eingerichtet wurden. Wohnen, Kfz, Reisen, Handy und Internet waren jene Themen, die die Konsumenten bewegten. Besonders oft gefragt wurde aber vor allem wegen Bankgeschäften. Es gibt Banken, die Zinsen, Überziehungszinsen bis 13,25% verrechnen. Wenn wir wissen, der derzeitige Euribor liegt bei minus 0,16%, also das Geld ist billiger in den Händen der Banken und die Konsumentin, der Konsument zahlt bis 13,25%, das kann es nicht sein. Deshalb unsere Forderung, der Überziehungszinssatz darf maximal 6% über den dreimonatigen Euribor liegen. Ein Anstieg von 31% wurde auch in Bezug auf Inkassobüros verzeichnet. Viele Firmen, bevor sie die erste Mahnung ausschicken, übergeben sie es bereits in ein Inkassobüro. Und da stellen wir fest, dass teilweise die Gebühren für das Inkassobüro bereits höher sind als die Grundforderung der Differenz oder den Preis, den ich nicht bezahlt habe. Das kann es nicht sein. Hier brauchen wir eine klare gesetzliche Regelung, dass die Gebühr der Inkassobüros nicht höher sein darf als die Grundgebühr. Generell setzt die Arbeiterkammer auf Aufklärung, auch schon bei Jugendlichen. So werden in Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung Vorträge zum Thema Konsumentenschutz an polytechnischen Schulen gehalten. Die Schulen sind für uns sehr wichtig, weil die Jugendlichen gerade in dem Alter massiv zum ersten Mal konfrontiert werden mit der Wirtschaftswelt und natürlich nicht unbedingt sehr gut informiert sind darüber. Und ein erstes Bankkonto zu besitzen oder ein Handy zu besitzen, mit dem sehr viele Kosten verbunden sein können, ist natürlich eine Herausforderung. Und da sind wir interessiert, dass die Jugendlichen nicht in einer Schuldenfalle tappen. Wie wichtig Konsumentenschutz in der heutigen Zeit ist, zeigt sich nicht nur an den Zahlen, sondern auch die gewieften Strategien mancher Firmen. Wir haben Informationen bekommen, dass diese Unterschiedlichkeit in den Preisen, die also Internetkäufe betreffen, nicht nur zeitliche Unterschiede beinhalten, sondern sogar so weit gehen können, dass hier auf das Gerät Bedacht genommen wird, von dem aus gebucht wird, sodass es also eine Einschätzung gibt, welche Preise angeboten werden können und welche nicht. Diese Pressekonferenz war übrigens die letzte in der Windmühlgasse in Wien, denn mit 15. Februar übersiedelt die Arbeiterkammer Niederösterreich nach St. Pölten.